So, hier haben wir was ganz Besonderes, Leute. Eine Panda aus England. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Das sieht alles gut aus hier. Soweit ich das beurteilen kann, ist die Original. Okay, gucken wir mal. Also, es ist ein Einzylinder. Der Motor hat 650 Kubikzentimeter und hat einen richtig schönen geile Amalvergaser drauf. Hinten mit Trichter. Das war richtig geil. Die Hupe ist ja auch exklusiv. Hammer. Hier unten, wo der Ölvorrat ist, hier wird wohl das Öl reingekippt. Hammer, geil hier. So, das Getriebe ist ja auch wieder exklusiv. So ein richtig altes englisches Getriebe. Ich weiß jetzt noch gar nicht, wie viel Gänse hat. 3 oder 4 wahrscheinlich. Eine Batterie steckt da oben drin. Ja. Komm her, auf der Gummis steht sogar drauf, Panda. Auf der Fuß hast du Gummis. Das ist echt knall. Geil ist das. 2 Auspuffrohren. Rechts und links. Rechts und links. Ich muss hier erstmal ganz langsam durchgehen. Hier ist die andere Seite. Es ist einfach geil. Oben, das ist die Lichtmaschine. Hier unten ist die Zündung drin. Zündmagnet ist das. Ja, das ist ein Zündmagnet. Das sind die Schrauben vom Zylinder, damit es gehalten wird. Hammer, geil hier. Da ist der Vergaser. Der Benzinhahn. Ich bin schon in Aktion hier. Ich bin hier schon in Aktion. Der alte Smith-Tacho. Der Ampermeter. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier oben ist der Schalter für Licht ein- und ausschalten. Weiß ich nicht genau, was das jetzt hier für Hebel sind. Oh, ist es hier rausgegangen. Der eine ist wahrscheinlich für Zündung. Der eine ist wahrscheinlich für Zündung, der andere ist Schock oder umgekehrt. Das kriege ich jetzt gleich alles raus. Wenn der Daniel kommt, der kann mir das alles ganz genau erklären. Ach hier, die Kompression, Dekompressionshebel. Hier die alte Hebel. Das ist schon geil hier. Das ist schon geil, das Ding. Der Seitenständer, ne, der ist auch cool. Aber so waren die, das weiß ich. Hat die auch einen Hauptständer? Nee. Hauptständer hat sie keiner. Ein Traum. Ein Traum. Näheres erfahren wir jetzt gleich, wenn der Daniel kommt. Ich warte auf den. Vielleicht kann man auch mal runter mitdrehen. Mal gucken. Der Tankdeckel ist auch geil. Da muss man hier aufschrauben. Los, klemm dann. Dann kommen wir da rein, Leuchte. Wahnsinn. Das ist einfach geil hier. Cool. Das ist echt cool, das Ding. Jetzt lässt du mich jetzt hier dumm leben, oder was? So, was soll ich dir mal was erzählen? Ja, klar, ich hab doch keine Ahnung. Keine Ahnung hier. Ja, Panda M120 von 1959. 59? 59, ja. 650 Kubik. Ja, war gut, die letzte, den sie gebaut haben. Die letzte? Das war die letzte, ja. Wie PS hatten so ein Apparat? 28. 28. Mhm. Und 10,5 cm hoch. Hä? 10,5 cm hoch. Leck mich am Arsch. Mhm. Ja, ja, hier, jetzt, ich habe eben gerade, wo ich allein war, hier sind die Stößel drin, ne? Ja, genau. Hat er mit Stößel, oder? Mit Stößel, ja, die Nockenwelle ist hier unten dran. Ja. Gut. Das Getriebe, wie viele Gänge hat das? 4. 4 schon? 4, ja. Wo man getrieben. Ja.
Das habe ich eben gerade so in meiner Unwissenheit erzählt. Kein Hauptständer, aber hier ist er. Ja, hier ist der Hauptständer. Kommt man ein bisschen schlecht dran. Ja. Nur zur Wartungszone. Mann, oh Mann. Du hast ja noch eine, gell? Ja, aber der ist noch Projekt. Ja. Und die läuft gut? Der läuft gut, ja. 120 läuft doch. So schnell fährst du damit? Ja, sollte man ja immer machen. Cool. Kannst du ja auch mal anwerben? Ja, klar. Ah, geil. Hat der Benzin mal aufgemacht? Ganz klar. Jetzt wieder. Ach, hier, das ist der. Hier finden wir auch den Lehrer auf, gell, oder was? Nee, das ist der Deko-Hebel. Ach, das ist der Deko-Hebel? Das ist Deko. Mann, Mann, was ist da oben das für ein Hebel? Das ist Zündvorstellung. Nee, der ohne der. Zum Ausmalen. Aha. Und Deko. Ach du Scheiße. Ein Tritt, habt ihr das gesehen? Ehrlich. Bin halt ein Anfänger. Ja, muss noch üben. Es hat schön gepatscht eben. Geil. Einfach geil hier, ist echt sauscharf. Die Bremse, die geht hervorragend, hinten und vorne. Wahnsinn. Erhebendes Gefühl. Es ist einfach der Wahnsinn. Es ist erhebend. Oh, hört euch den Sound an. Das ist ein Schlaf. Oh. Es ist einfach geil. Das war jetzt mal richtig cool. Und aus. Ah. Das war jetzt echt ein Erlebnis hier. Echt. Das war echt ein Erlebnis. Panda. Hebel gezogen, Dekompression. Jetzt wird immer der Vergaser geflutet.
bis da ein Benzin rauskommt. Und jetzt. Oh. Hat erst auf den ersten Schlag, ist er, glaube ich. Geil. So, Norden haben wir ja auch noch. Das ist übrigens der Carlo, der Schreihals, der wo immer mit seinem Drehzahlmesser da blärt. Und das ist die Norden, wo er fehlt. Ich geb dann bald möglichst. So, die Panda läuft vom Hof. Das ist so geil, oder? Die Kommando ist auch angesprungen. Macht's gut! Das ist Musik! Ah, geil!